Was geht ab, Fitnessfreunde? Heute wird, denke ich mal, ein kurzer Vlog. Denn heute ist echt ein Scheißtag. Warum? Weil heute ist Restday. Überhaupt keinen Bock drauf. Ich will eigentlich pumpen, aber ich kann nicht, weil es wäre Pull dran. Und ich habe noch derbe Muskelkater am Arsch und an den Hamstrings, also am Beinbeuger. Ja, was werde ich heute machen? Ich denke, ich werde euch ein bisschen mein Essen zeigen. Und ansonsten, keine Ahnung, einfach labern, irgendwas, was mir einfällt. Das Ding ist, ich will euch jeden Tag Videos liefern, damit ihr jeden Tag was, ein bisschen was zu gucken habt, auch wenn es nicht so viel ist. Es ist entweder jetzt eine Woche her, ungefähr eine Woche her, wo ich wieder angefangen habe zu trainieren, und ich würde sagen, ich habe meine Form noch nicht verbessern können. Also ich mache ja gerade das Experiment Muskelaufbau und Fettabbau gleichzeitig. Muskelaufbau würde ich jetzt nicht, also ist nicht ersichtlich, Fettabbau vielleicht ein bisschen, aber beides gleichzeitig würde ich nicht sagen. Ich sehe jetzt eher mehr so aus wie so ein dünner Lauch. Mal schauen, wie es dann besser geht, aber ist ja auch klar, ich habe ja auch noch nicht meine alten Gewichte wieder, noch nicht mal annähernd. Ich habe mich ein bisschen erstmal rangetastet. Naja, ich gehe mal jetzt das Video von gestern hochladen. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Da gab es zweimal Training. Also zweimal Training, nicht an einem Tag, sondern in einem Video. Von gestern und von vorgestern. Und morgen gibt es dann wieder ein Trainingsvideo. Ach ja, habe ich voll vergessen, ey. Ich dachte, das wäre ein Traum. Ich war gestern so lange wach, bis ich irgendwie so in Trance war und mir einfach mal neue Squat-Schuhe geholt habe. Meiner Meinung nach die besten auf dem Markt. Und weil ich mir eine Kamera geholt habe. Nicht die beste, aber schon auf jeden Fall unter den Top 10 für so, für meine Ansprüche, also für Vlogs mit ausklappbarem Display, werde ich euch alles noch zeigen, aber ich freue mich schon derbe auf die Sachen. Und deshalb habe ich wieder ein Lächeln ins Gesicht bekommen, auch wenn heute Restday ist. Ich habe mir hier gerade ein Video von Mick Weigel reingezogen, und zwar was kann Grüntee, der macht das ja immer alles wissenschaftlich, weil ich trinke ja immer hier mein grünen Matcha-Tee von dieser Seite, könnt ihr gerne abchecken, gerstengrasnatur.de. Und ich habe gemerkt, der ist eigentlich noch geiler, als ich dachte, weil dieser Stoff im grünen Tee, und zwar EGCG, ja, dieser komische Name hier, der zweite steht, der ist hier viel vorhanden in dem Tee und der trägt wissenschaftlich bewiesen zum Fettabbau bei. Deshalb ist der Tee richtig geil. Und ich werde ihn mir jetzt mal wieder zubereiten und ich werde ihn jetzt täglich trinken, weil mein Ziel ist ja der Fettabbau. So macht man den. Und ist wirklich Hammer. Man kann ihn auch mit Milch und braunem Zucker trinken. Ich glaube, das probiere ich heute. Das soll richtig gut schmecken. Ich bin jetzt wieder richtig schlecht drauf, weil irgend so ein Hurensohn da draußen eine Beschwerde abgegeben hat über mein YouTube-Video, über irgendein Video. Ich habe mir das angeguckt. Keine Ahnung, ich habe da nichts falsch gemacht. Ich versuche immer so normal zu bleiben, so ehrlich, niemanden zu beleidigen. Ich tue keiner Fliege was zu leide. Und dann gibt so irgendein scheiß Hurensohn eine Beschwerde für mich ab. Jetzt kann ich kein Livestream mehr machen, obwohl ich das bald machen wollte. Jetzt kann ich keine Links mehr verlinken, jetzt auf dem Bildschirm, also externe Links, was aber nicht so dramatisch ist. Und das Schlimmste ist, ich kann keine Videos hochladen, die über 15 Minuten lang sind. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen, gleich irgendwie eine gechillte Musik anmachen, meine Dehnübungen machen und zur Entspannung nehme ich noch meine ganzen Gesundheitssupplements. Hier der grüne Matcha-Tee. Ich versuche den mal mit ein bisschen Milch, also richtig wenig Milch nur, und ein Teelöffel Rohzucker, wie auf der Webseite empfohlen. Hier habe ich noch mein Gerstengraspulver. Also ich war gestern kurz davor, Schnupfen zu kriegen und habe es nicht bekommen. Also ich will nicht zu viel Scheiße labern, aber ich werde es weiterhin für euch testen. Mit ein bisschen Apfelsaft. Schmeckt echt nicht schlecht. Also ich habe mich locker an den Geschmack gewöhnt. Das hier ist der grüne Tee. 10 Gramm Omega-3 und 2 Kapseln, das heißt 5000 IUs vom Vitamin D3. Jetzt probiere ich mal zum ersten Mal grünen Tee mit ein bisschen Rohzucker und Milch. Hört sich komisch an, aber schmeckt. Ha. Ha.
Noch nie sowas. Das ist... Boah. Ihr könnt es leider nicht ausprobieren, weil ihr wahrscheinlich die Zutaten nicht habt. Und das ist doch schon ziemlich teuer, aber wer das Geld hat, oh, ich kann es nur empfehlen. Link ist unten. Ich will auch nicht zu viel Werbung machen, weil es ist sowieso, YouTube ist sowieso schon zu voll mit Werbung. Ihr wisst ja bereits mittlerweile, wo ihr alles findet. Aber ich kann es echt nur empfehlen. Ich habe nichts von, aber ich empfehle es trotzdem. Ich habe jetzt innerhalb von einer Stunde, wo ich mich gedehnt habe, den ganzen Tee ausgetrunken. Das macht mir echt mittlerweile Spaß, mich sogar zu dehnen, Mobilitätsübungen zu machen, weil ich merke, danach gehe ich einfach viel freier. Ich glaube, meine Hüfte war echt immer so draußen. Deswegen hat es sich auf meinen unteren Rücken ausgewirkt, dass ich immer Schmerzen hatte. Wenn ich das so weitermache, könnte es noch echt was werden mit dem Kreuzheben und den Kniebeugen. Außerdem lasse ich hier jetzt ein Stück Fleisch auftauen fürs Mittagessen. Vorausschauend denken muss man leider immer, auch beim Essen. Nicht nur beim Autofahren. Und, ach ja, wusstet ihr, was Bodybuilder auf Deutsch heißt? Körperbauer! Übrigens, ich wurde jetzt schon richtig oft von euch wegen meinem Pullover gefragt. Und zwar den hier, den ich jetzt gerade anhabe. Das ist echt unglaublich, wie geil ihr den findet. Und ich muss sagen, ich finde den auch geil. Der ist richtig kuschelig. Ich könnte den immer tragen. Sitzt perfekt. Ich habe Größe L. Vielleicht würde M auch noch gehen, aber wenn ich wieder ein paar Gains mache, dann ist die Größe schon richtig. Und ich habe endlich ihn für euch rausgesucht, aber das ist noch die alte Version, die gibt es leider nicht mehr. Es gibt jetzt die neue und die sieht so aus. Auch richtig geil, wie ich finde. Ich würde den mir auch holen. Ja, hinten so, vorne so. Also fast identisch mit meinem und ist gar nicht so teuer. Also ich werde den euch unten reinpacken in die Beschreibung. Heute gibt es wieder Standard-Bodybuilding-Essen, so nenne ich das ganz gerne. Ein bisschen Hähnchen, nicht zu viel, weil Fleisch ist ja teuer und ich kaufe ja gutes Fleisch. Und das ist extrem teuer, deshalb halte ich mich da in Grenzen mit meinem Fleischkonsum. Gemüse ist hingegen billig und gesund, deshalb sehr viel Gemüse. Und Reis ist auch nicht so teuer, obwohl der Basmati-Reis, den ich habe, hat auch schon seinen Preis. Ich glaube 2 Euro pro halbes Kilo. Der ist ein bisschen hier undicht. Und deswegen kann man davon auch viel essen, weil der Reis satt macht, gut schmeckt. Ich mache nicht mal Salz rein. Und ich glaube, ich laber ab und zu viel. Aber jedenfalls habe ich was ziemlich Witziges für euch. Guckt euch das mal an. Ich habe die 3 Doppelgänger von Walid, Stefan und mir gefunden. Und hier sind die. Und wie fandet ihr es? Also das mit Malcolm, dass ich Malcolm bin, habe ich schon öfters gehört. So ein bisschen, aber ist jedenfalls lustig. Dass Walid Lazar ist, sagen ihn auch einige und vor allem ich finde das, weil die beiden immer so böse gucken und die ähnliche Hautfarbe haben, beides Südländer sind. Und dass Stefan Avicii ist, hat einer von euch letztens geschrieben, muss ich richtig lachen. Also echt geil, Digga. Das ist eine Portion, ich weiß nicht, welche Nährwerte die hat. Aber ihr habt mich gefragt, wie mache ich das eigentlich, wenn ich draußen esse? Wie schätze ich das eigentlich? Und deshalb schätze ich jetzt diese Portion ab. Ich habe sie wirklich noch nicht eingegeben, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde jetzt ungefähr sagen 650 Kalorien. Dann so 120 bis 130 Gramm Kohlenhydrate. 30 Gramm Eiweiß und 15 Gramm Fett. Das ist meine Schätzung. Ich weiß es nicht. Ich überprüfe es gleich mal. Ich habe das jetzt mal gerade überprüft und die Macros stimmen so in etwa. Das waren jetzt 13 Gramm Fett, 134 Gramm Kohlenhydrate und 34 Gramm Eiweiß. Also das habe ich relativ gut eingeschätzt, aber mit den Kalorien lag ich etwas daneben. Es waren 150 Kalorien mehr als geschätzt. War auch ein bisschen dämlich von mir, mit den Kalorien, also mit der Schätzung der Kalorien anzufangen. Ich hätte ja auch die Macros einfach mit der Kalorienanzahl multiplizieren können, dann wäre ich auf die Kalorien gekommen. Ein paar Trauben. Dadurch, dass ich jetzt ca. 300 Gramm Weintrauben gegessen habe, sind meine Kohlenhydrate natürlich für heute voll. Trotzdem, der hier geht noch, dann habe ich die aber auch wirklich voll.
Was mir sehr viel heute noch fehlt, ist Eiweiß. Und zwar esse ich deshalb jetzt den Rest sozusagen Low Fat, Low Carb, High Protein. Einen Shake und ein Thunfisch, Mozzarella, Tomaten, Eisbergsalat mit Pfeffer und Salz. Und das beides zusammen, oder beziehungsweise die drei, dieses Abendessen jetzt zusammen hat jetzt sage und schreibe 90 Gramm Eiweiß. Das war's dann, Fitnessfreunde. Meine 2000 Kalorien sind damit voll. Wir sehen uns im nächsten Video.